Entschuldigung, dass ich nichts sag. Es ist gerade mit Reißen. Was macht er jetzt? Junge, geht es dir gut? Ja! Ich habe eine Idee. Mach dich bereit, auf mein Zeichen den Kran herabzulassen. Ich weiß auch gar nicht wie. Das ist mir egal. Sei bereit. Oh, scheiße, ich habe nicht aufgepasst. Ich wollte so ein Ding. Nee, komme ich nicht hin. So, jetzt aber weg. Ah, er reagiert einfach zu langsam hier. Ah, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Wieder nicht. So muss ich das machen. Ah, Kacke. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Er ist wieder dabei. Nimm. Ah, das dauert immer so lange. Das gefällt dir nicht, ne? Ja, mir gefällt das aber. So, warte, ich hab noch einen. Oh, 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 oh. Geiler Scheiß. Was für ein geiler Scheiß. Wow, wir haben es geschafft. Und du? Oh, ich bin total begeistert. Aber seit Jahrhunderten hat niemand mehr einen Drachen getötet. Nicht seit der Keulung der Lindwürmer. Und ihr habt ihn getötet, und zwar für mich. Du irrst dich. Der Drache kam uns in die Quere, mehr nicht. Streit es ruhig ab, aber ich bin gerettet. Und das verdient eine Belohnung. Ah, was ist das? Was ist das? Geflochtene Mistelpfeile, gerade als Heimdall, perfekt austariert. Oh, danke. Oh, naja, warte. Ist es nicht... Was hat er da noch drin? Ja, er sagt, du hast kein Talent. Hm. Oh, und dass ich schrullig bin? Nein, bestimmt. Dass ich das Aussehen einer Waffe? Nein, den Zweck vorziehe. Dass ich hochnäsig bin? Nein. Und verklemmt? Kleinlich. Ich weiß, was er denkt, aber er kann mir nicht mehr... Verbrenn das. Ich habe keine Zeit für sowas. Nein, nein. Warte, 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 warte. Ich habe eine bessere Idee. Was? Ich brauche einen Zahn von dem Drachen. Ich mache noch ein bisschen länger. Machen wir eine Doppelfolge. Ein Zahn vom Drachen. So, kann ich jetzt mal spielen? Gut. Mal gucken. Drachentöter. Unglaublich, Vater hat gerade einen Drachen getötet. Ich habe ihn noch nie so kämpfen sehen. Ich meine, er ist ziemlich stark, so und so, aber das Ding war riesig. Der Name des Drachens war Hrzlizir oder so, was irgendein Wort für Schrecken ist. Das ist auch ein passender Name. Er ist böse, hässlich und speit Blitze aus. Ja, ich mag jetzt nicht lesen. Ich bin ein bisschen aufgedingst hier. Kann man hier rein? Nee. Fass ihn nicht genau. Oh,
Egal. So unrein. So schrecklich unrein. Boah. Wie das stinkt. Ach, wir haben ja wieder volle Energie. Perfekt. Das sollte reichen. Was gibt es ja, den fasse ich nicht an. Halt ihn hoch. Was ist das? Haben wir jetzt so ein Feuerding? Jetzt fahr damit die Sehne des Bogens entlang. Tu's an. Feuerweile. Wie kommen die roten Dinger ran? Feuerweile. Wir müssen nach Midgard zurück. Feuerweile. Oh, Entschuldigung. Zweimal sollte reichen. Ah, schön sachte. So. Schockpfeile. Schießen Sie damit auf Sprengkristalle, um in der Nähe befindliche Harzhindernisse des Weltenbaums zu zerstören. Sie haben Schockpfeile erhalten. Ja. Jetzt müsste man bloß noch wissen, wie man zwischen den Pfeilen umschalten kann. Jetzt bin ich beeindruckt. Wie erkläre ich? Ich habe das... Du hast es schon selbst rausgefunden. Na dann, vergiss es. Wir können ja mal in die Option schauen. Option. Einstellungen. Schwerer, Sohnaktion, Axt zurückrufen, interagieren, Kamera, Pfeilart. Ach, da oben. Ja, nicht so, als wollte ich gerade die komplexe Kunstfertigkeit meines Berufs erklären. Nein, nicht. Geil. Solange es dir hilft. Ja. Bereit und bereit. Plattenschutzrüstung für Konzentration. Ja. Die könnten wir verbessern. Dann haben wir mehr Schutz. Was brauchen wir dafür? Ich würde aber Hüftrüstung. Die können wir auch verbessern. Armrüstung, die wollte ich verbessern. Ja. 8 von 8. Die bringt hier am meisten. So. So, was haben wir denn da noch? Auferstehungsstein. Überragende Auferstehungsstein. Verwenden oder verkaufen Sie Ihren jetzigen Stein, um einen neuen kaufen zu können. Wir sehen uns. Ich verdrück mich jedes Mal. So. Nein. Das sehe ich nicht, das Fenster. Ich habe schon da oben hingeguckt. Verkaufen. Auferstehungssteine. Verkaufen. Die überhaupt getragen? Ein magischer Stein, der Kratos mit einer großen Menge an Gesundheit wiederbelebt. Drücken Sie. Gut, das ist schon mal gut. Jetzt haben wir aber nicht mehr viel Geld. Meinetwegen musst du noch nicht. Muss erstmal reichen. Können wir noch was Fähigkeiten. Was schönes Skillen hier vielleicht. Ach, da, der Bogen. Guck mal, der Bogen hat neue Dinger. Was ist denn das hier? Schockpfeile, mehr Schockschaden. Das ist nicht so teuer. Die. So. Wir gucken aber nochmal beim Papa, wollte ich sagen. Hier ist Nahkampf. R2. Aha. Das ist R2? Ach so, und dann macht er den noch heftiger. Den habe ich ja schon öfter verwendet. So, Papa kriegt auch einen ab. Und beim Schild gucken wir auch mal. Was ist das? Ach, das ist Reach. Das ist Reach. Da können wir noch was machen. Das ist mir ein bisschen zu teuer. Dann kriegt lieber so niemand. 1500. 1000. Schockschaden. Nee, der muss sein. Der ist gut. So, wie viel Zeit haben wir jetzt? Ein bisschen kann ich noch, ein ganz klein bisschen.
Gut, dann wollen wir mal weiter. Das war ja lustig. Kommt mir so vor, als hätten wir erst gestern Hirsche gejagt. Jetzt haben wir gegen Dunkelalben gekämpft, Trolle, Oger und einen Drachen. Jetzt könnten wir es mit allem aufnehmen. Wir siegen, weil wir entschlossen sind. Diszipliniert. Nicht, weil wir uns anderen überlegen fühlen. Ja, ich weiß. Es ist nur, stark zu sein, fühlt sich gut an. Weißt du? Ja, ich weiß. Ja, er ist stark. Leichter Runenangriff. Ich bleib bei meinen. Wie gesagt, wenn Geldmangel ist, kann man ja sowas mal verkloppen. So. Ich muss bloß ein bisschen auf die Zeit achten. Ich wollte schon eigentlich schon lange aufgehört haben, aber das ging ja nun gar nicht. Wow. Fetter Drache. Da ist, wartet aber noch einer auf uns. Da ist irgendwo der Kristall. Na bitte. Hier. Soll ich ihn zerschmettern? Na klar. Oh, das gefällt mir. Aber seltsam. Er ist nicht komplett explodiert. Aha. Ich habe auf den Kristall geschossen, aber er leuchtet schon wieder. Hoch die Tassen. 3 von 6. Ich hoffe, ich habe keinen übersehen. Lass uns mal eins fertig kriegen. Vielleicht brauchen wir dies da oben nochmal, siehst du? Naja, hier. Pass auf, wo sind sie? Da. Nachtmar-Parasit, als ob Nachtmare nicht schon lästig genug wären, scheint diese Art andere Wesen übernehmen und sie stärker machen zu können. Uns bleibt, verdrückt. Uns bleibt auch nichts erspart. Kommt mal mit. Kommt mal mit hoch. Ach, der schaltet von alleine um. Manu, hau doch zu! Ach, die Axt geht hier nicht. Stimmt ja. Huch, weg. Manu, steck die Axt weg. Jetzt stinkt das wieder nach Rauch hier. Pfui Deibel. Ah, scheiße, zu spät. Der wechselt. Das brauche ich jetzt nicht, das ist Rage.
ihr ist kein Explosionsding, ne? Endlich mal wieder eine Truhe. Gott sei Dank. Ich habe die schon vermisst. Hier können wir was machen. Glaube ich. Jetzt gehen wir erstmal hier hinten hin. So, und jetzt lassen wir halt den Jungen genau darauf schießen. Wir müssen diese Brücke irgendwie herablassen. Sie ist der Weg hier raus. Wir haben hier noch Junge, so ein Jötnur. Noch eins. Dings da. Emil heißt Emil. Mutter wollte mir von ihm erzählen, aber ich war wohl zu jung. Kommen da Riesen aus seinen Achseln? Der ihn da ersticht, könnte Odin sein. Alle Jötnerschreine finden ja. Wir gucken mal, hier ist aber sonst nichts weiter, ne? Was ist das? Was denn? So. Wo haben wir denn die Dinger dafür? Ich mache erst mal da hinten. Da, so, kann man da hinwerfen? Macht nichts, Kleiner. Müsste eigentlich auch hier gehen, ne? Nein? Lustig. Das ist nichts, ne? Was ist das denn hier? Eine Witzecke? Ich muss bloß die richtige Stelle finden, von der aus ich werfen kann. Es ist so toll, damit Dinge zu zerschmettern. Okay, aber wir wissen nicht. Eine versiegelte Truhe. Da ist bestimmt etwas Gutes drin. Ja, wir müssen die anderen Dinger da finden. Nachbar! Das alle? Nein, da war es noch. Ey, mit Schneebällen? Warum? Jetzt. Ah, guck mal, hier kann ich was drehen. Dann kann ich da oben hoch. Irgendwo müssen doch diese Dinger sein. Aber wenn ich auf die Uhr schaue, würde ich sagen, das machen wir dann wirklich ein andern Mal. Guck mal, da ist noch mein Ding, was da hingeflogen ist. So. Und hier hätten wir das auch noch gebraucht. Das können wir ja noch schnell machen. Ich hole mir mal einen so einen Glitzerball. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben.
Junge, hierher. Jawohl. Warte, das muss ich mal lesen. Na? Hier fiel Nertus von den Wanen erschlagen, von Magni und Modi, den Söhnen Thors. Die Jötner sind Zeugen der Grausamkeit dieses großen Krieges. Weder Asen noch Wanen können triumphieren. So ist es vorhergesagt. Doch was bleibt von Midgard noch übrig, bevor sie die Waffen niederlegen? Die Riesen wünschen sich Frieden. Kein Wunder, dass sie Tyr so mochten. Na okay. Da haben wir das erste Ding. Da haben wir eins. Eins hätten wir. Wo sind denn die anderen Siegel versteckt? Scheiße, jetzt muss ich doch gucken. So, dann gucken wir mal hier oben. Aber da oben können sie ja kaum sein, weil ich brauche ja die Axt. Das brauche ich nicht, das brauche ich. Oh. Sich da einfach reinzulegen. Und was war das? Oh, ja, gute Sachen. Ach, der hatte das alles in sich drin. Okay, der wollte das nicht rausrücken. Können wir eigentlich... Das scheint aber nicht hier zu sein. Cool, ne? Ich guck mich noch um. Das Siegel müssen wir noch finden. Hä? Ich dachte schon. Nee, hier kann das nicht mehr sein. Das wäre nicht Logik. Wir haben keins hier in unmittelbarer Nähe von der Truhe gefunden. Eigentlich seltsam. Sehr ziemlich seltsam. Aha, das ist da unten. Wo habt ihr das versteckt? Leute, das letzte Siegel. Vielleicht hätte ich da oben doch noch mal gucken sollen, richtig. Ach, Scheiße. Mann. So. Jetzt kannst du loslassen. So, nochmal da oben gucken. Wo ist das letzte Siegel? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Und da unten kommen wir. Ist das unter der Brücke vielleicht? Oh, geht doch nicht so langsam. Ich wollte Feierabend machen, Spiel. Du musst mir doch das letzte Siegel geben. Bitte. Ja, hier macht das doch keinen Sinn. Ich lass doch jetzt nicht die Truhe aus, fall nicht runter.
Wieder zweimal gedrückt. Tja. Bisschen gemein. Halt. Von hier nochmal gucken. Hab ich schon. Hier kann ich nicht gucken. Wo habt ihr es versteckt? Das ist doch nicht normal. Mach doch mal den Scheiß hier weg. Ne. Ist hier irgendwo was? Hochgucken. Nein. Und hier habe ich den schon angestrahlt. Wartet mal. Das ist schon die volle Lichtstärke. Hier hinten kann das auch nicht sein. Atreus, folge mir. Da muss ich wohl da oben. So kommt man doch gar nicht. Wo können die denn sowas noch verstecken? Wo? Hätte ja sein können, dass dahinter ist. Das hätte man ja auch gesehen dann. Es ist, da ist noch eine Truhe. Die habe ich nicht aufgemacht. Ja. Hätte ja sein können. Ich kann ja noch mal die hochkurbeln. Ein letztes Mal. So. Kannst du loslassen. Da oben ist aber nichts zu sehen. Lauf doch! Meh. Na gut, ich mache jetzt hier Feierabend. Ich weiß nicht mehr, wo ich sonst noch suchen soll jetzt hier. Morgen, beim nächsten Mal ist ein neuer Tag. Vielleicht habe ich da einfach mehr Glück. Hier ist jedenfalls nichts. Auch nichts zu sehen. Hier war ja die eine Rune. Eher unwahrscheinlich. Ich hätte die jetzt da irgendwo hingestellt oder so. Aber nein, nee, geht nicht. Okay, wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Ich danke fürs Zuschauen und tschüss.